Das war ein starker Gegner. Das denkst du, Frederik? Ich würde auch sagen, es ist einer der stärkeren gewesen, den wir gesehen haben, aber wir haben alles, was wir wollten, nicht wahr? Ja, diese goldene Klaue, die kann er zurückhaben, Sachil. Aber den Stein, den behalte ich. Was willst du denn mit einem Stein? Ich habe nämlich schwer zu tragen. Au, ah, ah, Frederik, ah, nicht hier, ah. Wenn du so weitermachst, höre ich dafür, dass dein Herz aufhört zu schlagen. Wir haben doch gar kein Herz mehr. War auch nur eine Metapher. Okay. Oh, hier waren nur noch Eisenstiefel drin. Wollen wir nicht. Ich glaube aber, sonst haben wir hier erfolgreich alles abgegrast. Oder schauen wir uns hier dann noch um, was wir hier sonst noch so finden können. Vielleicht findet sich hinter einem Wasserfall stetig Schätze. Ich mag mich erinnert zu haben, dass Lord Cheogorath sowas gesagt hat. Ah, haben wir schon ausgeraubt. Ist ja gut. Sajil, kluck, kluck. Wir gehen hier aus dieser Höhle raus. Es wird Zeit, wieder zurück ans Tageslicht zu marschieren, um endlich wieder rauszukommen. Ich hatte ein netter Herr. Oh. Siehst du das, Frederik? Ja. Er hat einer, so netter wie er ist, eine Tür hingebaut, damit die netten Leute, die hier reingekommen sind, auch schnell wieder rauskommen. Ist aber freundlich von den Leuten. Ich. Oh, eine Truhe. Stender. Psch. Stahlschwert. Was will ich denn damit? Blumen. Ah! Oh, Kosogeri! Ich wusste gar nicht, dass der hier seinen Kopf verloren hat. Was weiß ich denn? Kenn deine Familie nicht. Ja, aber es könnte sein. Dass er hier seinen Kopf verloren hat. Und es ist natürlich finsterer Nacht. Nehmen wir ein bisschen Licht. Dann sehen wir uns gegenseitig besser. Also. Wie komme ich hier runter, ohne mir die Knie zu brechen? Ah, hier so. Ah. 3, 2, 1. Ha. Ich sehe gar nichts hier. Finster. Oh. Hi, ja, ja, ist agil. Ihr seid aber agil. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ah, hier irgendwo in den Bergen, bei den kleinen Dwarfen. Oh. Wo sind denn die Dwemer? Ich sehe sie nicht. Ich sehe gar nichts hier. Es ist alles finster. Es ist finster, Sajid. Ich meine nicht, dass es finster ist, denn wenn es finster ist, kann man nichts sehen. Ah. Was habe ich ja nicht für eine Waffe ausgerüstet? Oh. Ich glaube, ich nehme mal wieder meine Pike. Mein Speer der Verdammnis wird mir den Weg weisen, den ich wissen muss. Ist aber ganz ominös heute. Ja, 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 ja. Wenn es dunkel ist, dann werde ich zu sowas. Wo bin ich denn hier überhaupt? Also, wir laufen Richtung See, sehe ich. Besser gesagt, fühle ich. Ich rieche das Wasser. Aber sehen tue ich nämlich nicht sehr viel. Wie soll man sich denn hier zurechtfinden, wenn man nichts sehen kann? Ich glaube, auch diese Klaue können wir nicht zurückgeben. Denn er wird wohl zu dieser Zeit nicht offen haben, der gute Mann. Könnte ich mir vorstellen, dass wir so die einzigen Vögel sind, die bei dieser Tageszeit unterwegs sind. Die Frage ist nur, ob wir tatsächlich die einzigen sind oder ob wir hier noch andere Wolfi, okay. Und Wolfi sind mir egal. Das ist ein Haus. Oh. Hier wohnt jemand.
Tatsache. Naja, mir soll es egal sein. Da ist ein Baum umgefallen. Ja, wir scheinen aber bald auf der Höhe wieder zu sein, dass wir das Dorf sehen könnten, sollten, müssten. Das müsste irgendwo hier drüben sein. Findet sich doch keiner zurecht, wenn das so finster ist hier. Geht doch nicht. Geht doch nicht. Oh. Ah, hier war der Turm. Sajil, ich habe unseren Weg wieder gefunden. Ich bin nämlich einer, der gut Fährten lesen kann. Wirklich? Ja, ja, Frederik. Ich bin der Fährtenleser-Experte. Ein expertiger Experte bin ich. Mhm. Oh, das ist Wald. Müsste das hier drüben Flusswald sein, oder? Wenn mich die Karte nicht täuscht, jawohl, dann müsste hier drüben Flusswald sein. Von hier sind wir ja gekommen. Da drüben ist der eingestürzte Dings. Ja, ja, das sieht nicht schlecht aus. Nur die Frage ist, komme ich hier irgendwie rüber, ohne nass zu werden? Denn ich werde nicht gerne nass. Jedenfalls hier nicht. Hopp. Oh, aber wenigstens wird es langsam hell, sehe ich. Die Sonne geht auf. Verspricht, einen schönen nahen Tag zu werden. Da hinten ist eine Brücke. Oh, ein Wasserfall. Die haben ihre Stadt tatsächlich an einem sehr guten Punkt errichtet. Doch nass geworden. Ja, wenigstens nur die Stiefel. Ah, dann sind wir einmal rundherum gelaufen. Hier wird es ja nach Weißlauf gehen. Und hier geht es nach Flusswald. Sehr schön. Gut. Frage ist, wo sind denn alle? Ah, da hinten ist Sajil. Kluck, kluck, ich lasse mal die Herrschaften ausrücken. Wir sollten nämlich nicht zusammenbleiben. Denn hier lauern überall böse Leute. Sajil. Sehr schön. Wir haben alle beieinander. Hm, aber ich werde wohl niemanden zu der Zeit antreffen. Das ist wie ausgestorben. Das Einzige, was ich offen hat, ist der... Klucklucks Verwandtschaft. Und ich Drecksack habe ich umgebracht dafür. Einfach Klucklucks, schau nicht hin. Wo ist sie überhaupt? Oh, sie wird sich ja aufschließen. So, die Frage ist, haben die alle noch zu? Einer hat sogar offen. Tatsache. Sehr schön. Der Herr? Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Das ist doch schön. Ich habe eure Klaue hier. Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ja. Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Dankeschön. Ach. I really wanted to keep it klar. Na, Sajil, das ist nur ein Stück Gold. Wir haben einen Stein und ein Stein. Der ist viel wichtiger. Steine kann man zum Beispiel Leuten auf den Kopf hauen. Wohl wahr. Ja, ja, und das Gold ist es nichts wert. Du da. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Sag mir mal. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Ja. Habt ihr noch was anderes zu verkaufen? Oh, etwas hiervon, etwas davon. Gut. Zeigt mal, habt ihr eigentlich andere Rüstung? Nein, habt ihr nicht. Und Waffen? Stahlpike, nee. Aber ihr könnt... Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Kann man wohl so sagen. So.
Ich würde ja gerne dem lokalen Schmied noch einen Besuch abstatten, weil meine Rüstung, die zieht so komisch. Seht ihr das, Sajil? Wenn ihr meint, das zieht unten rum, so ist nicht praktisch. Ah, Kluck Kluck ist auch da. Wer? Wir haben hier einen Schmied, aber der schläft noch. Was nicht nett. Komische Waffen hat der. Ja, die Häuser sind jedenfalls schon offen. Aber die Insassen sind alle noch nicht da. Denen, die das gehört. Wie viel habe ich eigentlich dabei? Diese helle Bade. Ich habe sogar einen Drachenpriester-Dolch. Was auch immer ich damit machen soll. Okay. Ja, meine Pike ist natürlich schon was ganz anderes. Es scheinen langsam alle zu erwachen. Vielleicht haben wir Glück. Ich wäre dafür. Schauen uns da nochmal schnell um. Ich glaube nämlich, mich noch erinnert zu haben, dass hier irgendwo in der Nähe eine Mine ist, die voller Banditen ist. Und ich bin der Meinung, wir sagen denen mal Hallo. Boah. Sonne aufgegangen. Das ging schnell. Sagen denen Hallo. Und nehmen alles an uns, was wir finden können, Sajil. Das finde ich ein guter Austausch. Ich mache sie kaputt. Skyrim dankt mir dafür. Lord Cheogorath hat auch seine Freunde. Stimmt. Stichwort Lord Cheogorath. Ich hatte euch ja schon lange nicht mehr zu euch gebetet. Gut. Hell ist's geworden. So, was hat denn Lord Cheogorath mir wieder? Also, brauche ich alles nicht. Was haben wir denn da? Alles Sachen, die ich nicht brauche. Toll. Und Hunger. Habe ich auch. Sehr schön. Entschuldigung. Sag mal, Frederik, warum müssen wir eigentlich Nahrung zu uns nehmen? Ich sagte dir schon bereits, ich weiß es nicht. Eigentlich haben wir gar keinen Magen mehr. Stimmt. Naja, vielleicht hat sich Lord Cheogorath einen Spaß mit uns erlaubt. Wäre ihm jedenfalls zuzutrauen. Ja, definitiv. So, wo ist diese Mine? Ich glaube, die war hier irgendwo in der Nähe. Ich glaube, sogar hier oben war sie. Sajil, zu den Waffen. Wir haben alles. Wir schauen uns hier mal. Ah, eine Mine. Denkst du, ich fürchte mich vor dir? Das war aber eine Überraschung. Autsch. Sack. Er hat mich voll mit seiner Eisenhellebarde gehauen. Dieser Schuft. Sajil, ein Schuft. Da sind noch mehrere Vagabunden hier drin. Lass uns die auch besuchen. Welch eine Perversion. Nette Leute hier einfach mit langen Spießen aufspießen zu wollen. Dabei wollte ich doch nur Hallo sagen. Wo kommen wir denn dahin, das tugendhafte Männer? Und Frauen natürlich, Sajil. Der Eingang ist ja nicht gerade versteckt. Schon wieder diese Frage. Ich habe euch doch gesagt, dass wir jemanden haben, der da draußen Wache schiebt. Außerdem gibt's da noch unsere Felsenfalle. Hab ich eigentlich ein? Nö. Also ein Bogen. Hört auf, euch Sorgen zu machen. Ist da jemand? Ich bin da, na? Macht ihn einfach kaputt. Ha! Autsch! Zugestochen. Aua! Autsch! Au!
nicht die Oberhand gewinnen. Nimm das! Ha! Ich habe ihn zugestochen. Ich bin der Zustecher. Seinen Rapier. Denkt er wohl, er sei cool. Aber an mich kommt er nicht ran. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Falsches Medium. Ah, ich meine natürlich, ich bin der, der in der Höhle für Unordnung sorgt. Ich bin Klacker, das Skelett. Hast du dir das gerade ausgedacht? Ja. Oder Geld. Braucht er nicht mehr. Oh, das Tagebuch kann er behalten. Wird wahrscheinlich nur geschrieben haben, mich hat ein Stein zerdrückt. Und da hatte ich Seitenstechen. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, hier wird es weitergehen. Wein! Ja, ich bin kein Alkoholiker. Macht euch bereit, Sergil. Wir werden wahrscheinlich Besuch kriegen. Ja, dann will ich doch den Leuten Hallo sagen. Sergil, wir haben neue Freunde getroffen. Also, ich stech mal von weitem zu. Nochmal. Autsch. Ja, stech dem ins Genick. Zugestochen. Oh. Was hatte der für einen langen Stock eigentlich? Einen Eisenkampfstock. War alle Eisenrüstung. Er zittert. Ich glaube, dem ist kalt. Ja, das kann ich mir vorstellen hier. So ganz ohne Feuer, wo man sich wärmen kann. Da wäre mir auch kalt. So ziemlich kalt. Hey, ihr sollt mich nicht verzaubern. Bin doch gar nicht. Verzaubere hier doch gar niemanden. Ist da jemand? Ja, ich bin hier. Mach mal die Tür auf. Und? Hört euch das? Hm? Oh, Hammerfell. Das war's schon? Ja. Mehr habt ihr nicht drauf? Ada! 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 Voll auf den Kopf gehauen habe ich ihm. Danke für den Schlüssel. Warte mal, hier komme ich hier rein. Oh. Das ist aber nett, dass er hier mir den richtigen Schlüssel mitgegeben hat. Geld. Hell sehen. Ich kann also heller sehen. Ich glaube, das heißt, dass du in die Zukunft schauen kannst. Ach ja, stimmt, ja. Ich dachte, dass man... Akatosch, was soll das denn? Jagdbogen des Schockes. Können wir sicher in dieses Goldzeugs umwandeln. Hier stinkt's. Das sieht mir auch aus nach einem Klo. Da will ich nicht reingehen. Da stinkt's. Da fühle ich mich nicht gut aufgehoben. Nicht geborgen, nicht gemocht. Nichts von allem. Ihr da. Darum hat niemand gebeten. Aufhören. Ein Kätzchen. Sergil. Eure Verwandtschaft. Na? Ist da jemand? Ich bin hier. Ah, ihr seid auch zweihändig unterwegs. Ah, daneben. Voll ins Gesicht. Ja, mit dem Zeug. Oh. Aber wir nehmen mal das ganze Zeug mit. Ah, da schießt jemand auf mich. Ah! Ihr werdet doch nicht mit Pfeilen auf den armen kleinen Klacker geschossen. Sehr schön, Sergil. Ich kann euch ja gut alleine lassen. So schnell war ich gar nicht. Ich glaube, das müssten alle gewesen sein, die hier rumgelungert haben. Oh ja. Danke. Danke für die großzügige Spende. Ork-Rapier. Hm. Wusste nicht, dass Orks Rapiere haben. Mit den großen Patschehändchen sowas Kleines, Fragiles festzuhalten. Glaube ich nicht, dass das gut kommt. Alles nur leichte Rüstung. Hat denn hier irgendjemand mal was, was ein bisschen härter ist? Ich brauche harte Rüstung. Was soll das denn wieder heißen? Ich meine natürlich, du weißt es doch. Ich bin nicht jemand, der mit so fragiler Rüstung umgehen kann. Oh, wo sind wir denn hier jetzt gelandet?
Aha. Gut. Nach dieser kleinen Exkursion können wir sicherlich zurück nach Flusswald gehen und da müsste der lokale Schmied auch aus seinem Dämmerschlaf erwacht sein. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Müsste uns auch unsere Sachen abkaufen wollen. Und die Frage ist dann, wo wir hingehen wollen. Wir haben einen großen Stein im Rucksack. Mit schönen Zeichnungen drauf. Die mir aber jetzt gerade so persönlich nicht weiterhelfen. Ich erinnere ja schon so schnell ich kann, Gerdur. Sie müssen nicht perfekt sein. Schick sie einfach rüber, sobald sie fertig sind. Gut. Da ist er doch. Schmied. Lass da mal die Dame durch. Schuckt seine Nase. Hier in Flusswald bekommen wir nicht die besten Waffen und Rüstungen. Das hoffe ich doch. Was habt ihr denn hier? Eisenrüstung. Ihr habt auch nichts, was ich gebrauchen kann. Das habe ich ja schon. Stahlschwert brauche ich aber nicht. Brauche ich einen Drachenpriester-Dolch? Glaube nicht. Gut. Dann war es das. Mehr kriegen wir hier wohl nicht. Was wollen wir tun, Sajil? Wir haben einen Stein. Ich frage mich, was wir tun wollen. Wollen wir mal dieses Helden besuchen gehen? Hört sich nach einem Ausflugsziel an. Frage mich, ob wir noch ein paar netten Leuten begegnen nach dort oben. Vielleicht. Wer weiß. Lord Cheogorath hält immer etwas für einen bereit. Naja, Wolfis. Wolfis sind mir egal. Aber andere lustige Zeitgenossen könnten ja auch mal Hallo sagen. Jo. Verschlungener Weg. Wenigstens regnet es nicht. Oder schneit. Das bringt Vorteile mit sich. Da sind wieder diese... da ist einer dieser Standsteine. Steine, die stehen. So wird's sein. Ja. Siehst du hier? Standsteine. Die stehen, diese Steine. Wo ist Sajil eigentlich? Da hinten. Gut, sie schließt auf. Eigentlich komisch, dass ich in meiner schweren Rüstung schneller bin als sie in ihrer leichter Rüstung. Darfst auch nicht vergessen, dass du nicht außer Atem kommen kannst, weil du gar keine Lunge mehr hast. Stimmt, ich kann länger durchrennen als andere. Ich muss auch nicht mehr schlafen und essen. So. Ich glaube, hier geht es zu diesem Helden. Was auch immer ein Helden ist, wir werden es sehen. Scheint mir irgend so ein kleines Dörfchen zu sein. In den Bergen. Also Bergleute. Ich mag Bergleute. Das sind Leute, die in Bergen wohnen. Da hinten wäre also... Mal gucken, dieser Weg hin. Diese Weggabelungen, die gefallen mir nicht. Ich weiß nie, wo ich hingehen soll.
Er war dorthin, wo du denkst, du solltest hingehen. Okay, dann gehe ich nach Helgen. Schaue, was in diesem Helgen so abgeht. Vielleicht sind hier Mondkühe, wer weiß. Helllichter Tag. Schönes Wetter. Das könnte gut sein, dass hier irgendwo... Da hinten stehen ein paar... Herrschaften. Okay, hallo. Oh, ihr gehört wohl als Bodyguards zu ihr. Lasst euch nicht aufhalten. Das ist aber keine Mondkuh, Sajil. Need something? Ja, ihr habt das auch gesehen, oder? Ihr nehmt das ziemlich gelassen. Was war das, Frederik? Also, ich bin kein Experte darin, aber für mich sah das aus wie ein Drache. Drachen? Was machen Drachen hier? Ich dachte, Lord Cheogorath hätte Drachen schon vor Jahrzehnten von dieser Erde gebannt. Scheint wohl, sie mochten wieder zurückkommen. Was hat der ganze Arbeit geleistet, der Gute? Hat sich hier jedenfalls ausgetobt. Oh, ein Tagebuch hat er da liegen lassen. Wollte ihn doch nur anfassen. Also. Er wollte hier wohl... Drache, Sajil. Drachen. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher hier. Hier wurde noch was von einer Höhle gesprochen. Müsste dann wohl hier irgendwo rumgammeln. Mal dort mal uns drinnen umsehen. Ich frage mich. Wo ist denn hier eine Höhle, bitteschön? Naja, ich sehe hier keine Höhle. Wir sollen also den Leuten von Flusswald erzählen, dass wir einen Drachen gesehen haben. Denkst du, Frederik, dass die uns glauben? Naja, wenn sie ihn selber gesehen haben. Sonst wird das sicherlich schwer, den zu verklickern. Glaube ich auch. Nicht so praktisch, das Ganze. Naja, wir haben ja Zeit. Der Drache schien auch seine Zeit nehmen zu wollen für so eine kleine Tour, die er da geflogen ist. Der wird doch sicherlich nicht gleich ein Dorf in Schutt und Asche legen, nachdem er das mit einem schon getan hat. Ich habe bereits gesehen. Egal. Wo führt das hier hin eigentlich? Ist hier irgendetwas? Weiß es nicht. Werden sehen. Wo bin ich denn hier eigentlich? Auf einem Schleichpfad oberhalb. Ich frage mich, ob hier eine Höhle irgendwo ist. Da oben ist eine Höhle. Sajil, lass uns da mal reinschauen. Mal schauen, ob da jemand wohnt. Begrüßen ihn mit all unserer Freundlichkeit, die wir aufbieten können. Schauen, wo uns das Ganze hinführt. Ja, ein bisschen. Na, da ist ja, da sind ja nur... Oho! Ihr wollt einen richtigen Kampf, was ja. Also los? Na? Komm, nimm mal dein Schild weg, du Sackgesicht.
Aha. Aber nichts, da schießt jemand mit einer Armbrust auf mich. Autsch. Einen Dietrich und einen Bolzen abgekriegt. Was haben wir hier? Krieger. Danke für das Buch. Ich hatte gehofft, dass hier eine Höhle ist. Aber hier hat man sich ja nur zum Essen verabredet. Ist er. Ist hier noch jemand drunter gefallen? Eine Eisenarmbrust. Ah, gut, war wohl für nichts. Und ich dachte, hier sei eine Höhle. Das macht alles so keinen Spaß. Da wird einem nicht warm, da gibt es keine Höhlen, aber nicht freundlich. Ich dachte, ich könnte hier etwas erkunden, etwas finden. Aber leider wurde ich wie immer enttäuscht. Bitterliche Tränen habe ich geweint. Welche Tränen? Du hast doch gar keine Tränenflüssigkeit. Es ist auch metaphorisch gemeint, Frederik. Muss ja nicht immer gleich alles wörtlich nehmen, was ich sage. Ich bin in deinem Kopf drin. Natürlich muss ich alles wörtlich nehmen. Okay. Das ist fair. Das ist fair. Mhm. So, dann wollen wir doch mal hier den Herrschaften erzählen, dass ein Drache unterwegs ist. Wer könnte mir glauben, dass hier ein Drache... Ein Drache habe ich gesehen. Einen Drachen. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen. Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Ja. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Mhm. Hab ihn auch gesehen. Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Die Dame? Ihr werdet schon sehen. Es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Niemand glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Ich auch. Also hier glaubt uns keiner, Sajil. Müssen wir wohl... Das ihrer Jarlschaft so erzählen. Gehört ja zu Weißlauf, die ganze Geschichte hier. Was denkt ihr, Sajil? Leute hier sind ein bisschen komisch drauf, wenn sie einen Drachen sehen, aber nichts tun wollen. Ah ja, würde ich sagen, wir gehen auf nach Weißlauf und erzählen von einem Drachen.